Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind die Freizeittester und das ist Willi. Nein, nicht das. Das. Heute befinden wir uns im Neandertal-Museum und weiter geht's nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Was weiß Willi. Im Neandertal-Museum sind wir diesmal, liebe Freunde. Und wir werden euch ein paar Highlights zeigen, damit ihr euch hier einen Besuch mal vorstellen könnt. Ja, der Herr Neander, ein Mann der Kirche, der unter anderem auch das Buch den Herrn geschrieben hat, was wir viele von uns kennen. Er ging also hier das sogenannte Gestein, um mit seinen Kirchenmitgliedern hier in den Höhen zu singen. Ja, liebe Freunde, so wie hier im Hintergrund müsst ihr euch die Höhlen hier im Neandertal vorstellen, wie sie früher gewesen sind. Was machst du denn da jetzt? Ja, es gibt hier überall verteilt, auf den Etagen an allen Stationen solche Stöpsel und Kopfhörer bekommt ihr am Eingang. Und da könnt ihr euch dann entsprechend zu dem, was ihr hier seht, Sachen anhören. So, liebe Freunde unseres Kanals, hier haben wir einmal zuallererst die Übersichtskarte. Wir haben diesen schönen Folder hier vom Museum bekommen, der dann vermutlich auch das Copyright des Ganzen hat. Trotzdem möchten wir euch das einmal vorstellen. Es zeigt die nähere Umgebung und auch die Stellen, wo die Möglichkeiten sind, die mit eurem Museumseintritt gegeben sind oder sich über das Neandertal-Museum organisieren lassen. Und wo befinden wir uns jetzt? Ja, hier ist eines der ersten Großdioramen, was wunderbar gestaltet ist und ein super Highlight meiner Meinung nach auch in diesem Museum darstellt, weil es in einer wirklich großen Größe, nicht als Miniatur oder kleines Figürchen darstellt, wie das Leben in diesen Jahren war. Sie ist auch drunter geschrieben, wie alt und aus welcher Zeit dieser Mensch kommt, der hier dargestellt ist. Und ist also sehr wissenswert und schön. Willi, was sind das denn für Türen? Ja, das sind die Türen einer Forscherbox. Da gibt es hier mehrere von. Interessant, man macht's auf, hat diverse Ausstellungsstücke, Erklärungen dazu. Das Ganze ergänzt sich auch mit anderen Sachen und gibt von vorn bis hinten ein Bild dessen, was wir hier zum Beispiel einen Mammutzahn, was hier zum Neandertal zu dieser Zeit passt und was das Gesamtsystem erklärt. Denn dieses Museum ist ja kein Großmuseum für vieles, sondern es erklärt gerade speziell das Leben und Sein und die Zeit des Neandertalers. Diese Möglichkeit will ich auf gar keinen Fall vorenthalten.
Und zwar ist das die Fundstelle des Neandertalers, die Feldhofergotte, in der die Überreste des Neandertalers 1856 gefunden wurden, ist durch Steinbrucharbeiten zerstört worden. Nach erneuten Ausgrabungen im 1997 und 2000 wurde der weltberühmte Fundort parkähnlich gestaltet. Der Fundort und die entsprechenden Stellen sind mit dem Museumsticket frei zugänglich, denn der Eintritt ist bereits im Museumseintritt enthalten. Es ist fußläufig flott von hier aus zu erreichen. Man braucht also nicht das Auto irgendwie groß umparken. Es sind ungefähr 200 Meter die Straße runter von hier aus, vorbei am sogenannten Rabenstein mit der Gedenktafel. Warum liegen hier so viele Knochen rum? Ja, das ist ganz einfach. Das ist eine Fundstelle in Thalheim Baden-Württemberg, wo im Frühjahr 1983 jemand beim Tieferlegen seines Frühbeetes auf ein Massengrab mit Knochen gestoßen ist, die also schon, ich denke mal, so 7000 Jahre alt sein werden. Und die Leichen sind nach einem Massaker verscharrt worden. Und es handelt sich hier um einen der ältesten Fundorte Europas. Warum steht denn hier ein Tipi? Das sind doch keine Indianer. Nein, keine Indianer. Aber so etwas war dann typisch für die Zeit. Es ist übrigens eine Nachbildung eines Fundes aus Frankreich, der für dieses Museum hier nachgebildet wurde. Das ist dieser Übergang vom Höhlenforscher, sagen wir mal, vom Höhlenmenschen eigentlich, zu diesem Jäger und Sammler, den wir mit der Steinzeit am stärksten verbinden. Man kleidete sich ein Fell, man schaffte sich mobile Unterkünfte, man kam aus der Höhle heraus und man sammelte, musste also dafür unterwegs sein, weil wenn es abgeerntet war an der einen Stelle, zog man zur nächsten weiter. Und so ein Hautzelt ist natürlich einfacher zu transportieren als vielleicht eine tagelange Suche nach einer Höhle oder einem vergleichbaren Unterschlupf, der vor der Witterung schützt. Was ich euch auch nahelegen möchte, was ganz toll ist, es gibt hier auch Outdoor-Programme und Erlebnisführungen für Gruppen aller Art als steinzeitliches Programm angeboten. Das Geocoaching im Neandertal oder Bogenschießen im Museumsgarten, also ganz tolle Sache. Und was auch super ist, was ich von früher noch weiß, von meinen Nichten und Neffen, die haben in der Steinzeitwerkstatt mitgemacht, aber das geht nur nach Anmeldung. In der Steinzeitwerkstatt können Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene steinzeitliche Techniken ausprobieren und erlernen. Künstlerische Techniken, aber auch die Handhabung und Herstellung prähistorischer Jagdwaffen und das Feuermachen sowie anthropologische Workshops stehen hier auf dem Programm. Die Angebote richten sich auch an Schulklassen, Jugend- und Erwachsenengruppen. Dazu wird darüber hinaus ein sehr schönes und auch umfangreiches Ferienprogramm angeboten, was wechselt. Informationen kriegt man da am besten unter www.neandertal.de. Und ich denke, da wird dann auch entsprechend, wie ihr auch im Bild sehen könnt, ist eine Telefonnummer eingebaut, wo ihr auch anrufen könntet. Ja, hier haben wir dann das Beispiel, was auch aus moderner Zeit stammen könnte, alt und jung. Die Jungen lernen von den Alten und es war halt immer schon so, nicht nur in der Steinzeit, sondern auch hier in der Neuzeit. Ja, was ich euch auch gerne ans Herz legen möchte, liebe Zuseher, Hörer und Freunde unseres Kanals, ist der hiesige Museumsshop, der überaus liebevoll eingerichtet ist mit einer außergewöhnlichen Vielfalt auch an Geschenkartikeln, regionalen Produkten, Literatur und Schmuck. Und auch die Kleinsten finden hier immer einen Schatz, der sie an den Besuch dieses Museums erinnern wird. Ja, und hier noch meine Abschlussmeldung unseres Rundgangs. Wir sind jetzt hier ganz oben dieses schneckenförmigen Rundganges und zwar im Museumscafé. Es ist sehr schön gemacht, wunderbar verglast. Man guckt raus in die Natur, in den herrlichen Wald des Neandertales, kann hier essen und trinken, zu für Museen relativ moderat preis, würde ich sagen.
und ist also eine wunderschöne Empfehlung für den Abschluss des Tages. Auch ich darf mich heute wieder zu Wort melden, weil ich mich allein getraut habe, habe ich mir den Kameraden zur Verstärkung geholt. Der ist zwar eher stumm, aber macht nichts. Wir werden zur Abschließung bewertet, welche natürlich uns überhaupt liebt. Hier ist es allerdings so, dass ich am besten die mehrfach erwähnte Menü selber vorbeigehe und selber ein Bild mache. Aber auch hier darf die Abschlussbewertung nicht fehlen. Dementsprechend gehen wir wie immer mit unserem ersten Punkt ein: Familienfreundlichkeit und Behindertengerechtigkeit. Ja, also da gebe ich auf jeden Fall 5 von 5 Punkte. Es ist sehr familienfreundlich eingerichtet. Es gibt hier, außer dass eben das Museum spiralschneckenförmig aufgebaut ist und dadurch praktisch auch stufenfrei zu erkunden ist, einen Lift, der von oben bis auch in die Kelleretage führt, wo, das muss ich sagen, interessanterweise ein Auditorium, sprich Kinosaal ist, wo man sich setzen kann zum Gucken. Und dort unten ist auch zurzeit, muss ich sagen, ich denke, es wird wechseln, aber im Moment ist dort eine sehr schöne Römerausstellung, die durchaus sehr klein, aber durchaus sehenswert ist und auch bestimmt spannend für die Kinder, mal sowas im Original zu sehen und nicht nur im Zeichentrick beim Asterix oder im Real. Dann Preis-Leistungs-Verhältnis, was wir hier bewerten. Hier diesmal der Eintritt, 11 Euro zu erwähnen, weil natürlich man kriegt im Eintritt mit inbegriffen diese coolen Kopfhörer dazu, womit man an vielen Stationen sich dann Infos holen kann, sich das Ganze anhören kann und wie bewertet man dann entsprechend die Preis-Leistung, wo natürlich auch der Fund dort und das Wildgehege mit drin ist. Preis-Leistung werde ich auch mit 5 bewerten. Weil, und da müsste man sich noch mal unten erkundigen oder mal auf die Museumsseite gehen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es also durchaus auch Familienkarten, die preisgünstiger sind. Als Familien doch auch mit mehr Leuten ist und es dann doch sonst was teurer würde. Aber wie gesagt, 5 von 5 Punkten, denn es wird einem doch echt was geboten dafür. Die genaue Konsequenzen an der Homepage übernehmen, die werde ich hier unten gleich nochmal einblenden. Alternativ schreibe ich in die Kommentare nochmal. Aber wir kommen zum Punkt 3, den wir bewerten, denn wir müssen ja irgendwie auf eine Punktzahl von maximal 20 Punkten kommen. Das Ambiente, der Aufbau dieses Museums. Der Aufbau ist also wunderschön gemacht und vom Ambiente gebe ich 4 Punkte. Es ist eben und bleibt wie auch bei anderen Sachen, wo ich immer sage, es bleibt ein Museum und kein Freizeitbad. Es ist wunderschön gemacht und bezieht sich ganz speziell eben auf diesen Neandertaler und diese Zeit. Und deswegen 4 von 5 Punkten. Als letztes bleibt dann natürlich immer zu bewerten der Spaßfaktor. Ich weiß, wir sind in einem Museum, aber dennoch finde ich, auch in einem Museum kann man Spaß haben. Spaß am Lernen neu entdecken, Spaß am Lernen generell entdecken. Und da bewerten wir. Also Spaßfaktor ist für mich in diesem Museum, was speziell eben in den Neandertaler geht, 5 von 5 Punkten. Denn speziell für die Kinder, es gibt überall Anschlüsse, wo kindgerecht über die Kopfhörer erklärt wird, was zu diesem dort ausgestellten Artefakt oder auch neu gestalteten Diorama zu wissen ist. Was übrigens an vielen Stellen nicht nur speziell für Kinder, sondern auch für Erwachsene ist, ist bei den Erwachsenen, dass es nicht nur in Deutsch, sondern auch einen Seitenstecker gibt, wo ihr das Ganze auf Englisch hören könnt, falls ihr das Deutsche nicht ganz so mächtig seid und besser im Englischen zu Hause seid. Und Spaßfaktor, ja, da kann ich einfach nur 5 geben, weil es gibt so viele Mitmachstationen hier für die Kinder auch, sprich die speziellen Boxen, die auf der Rückseite zum Großteil Fernseher haben, wo nochmal Filme laufen, diverse andere Bildschirme, wo man Informationen abrufen kann. Und ich denke, dass auch kleine Kinder sehr viel Spaß daran haben können, das Ganze zu entdecken. Wobei eben dann im Nachhinein, vor allem wenn die warme, schöne Jahreszeit da ist, für die Kinder natürlich das ganz spannend ist, dann das Wildgehege auch zu besuchen oder auch mal ihren Geburtstag hier zu feiern, was bestimmt ganz lustig ist für die Kinder. Also abschließend können wir sagen, 19 von 20 Punkten, das ist ein sehr guter Schritt für dieses Museum. Kommt vorbei.
kommt hier nach Mettmann bzw. zwischen Mettmann und Erkrath-Lieb, um exakt zu sein. Wie gesagt, Seite Fabi habe ich euch verlinkt in den Kommentaren. Und wenn ihr der Meinung seid, dass wir irgendwas in eurer Nähe hier testen sollten, schreibt es uns entweder in die Kommentare, schreibt uns dann auf Instagram, das verlinke ich hier euch auch nochmal, @die_freizeittester. Da findet ihr uns, könnt ihr uns auch gerne per Direct Mail kontaktieren. Ja, was ich noch ganz schnell einwerfen muss, haben wir ganz vergessen. Parkplätze sind hier in unmittelbarer Nähe. Was sie jetzt kosten, weiß ich leider nicht. Das war nicht zu eruieren, weil im Moment dort eine kleine Baustelle noch ist, weil dort der Mettmanner Bach und die Düssel, die der Stadt Düsseldorf den Namen gegeben hat, zusammengeführt worden sind mit renaturierten Bachbett. Und es ist alles schön und neu gemacht, auch mit Brücke. Ist also fußläufig ungefähr 5 Minuten dieser Parkplatz von hier weg vom Haupteingang. Ihr könnt also noch parken. Es ist also kein Problem, mit dem eigenen PKW anzureisen. Auch mit dem ÖPNV sollte es kein Problem sein. Da verweise ich dann aber bitte auf dementsprechend regionale Seiten, wie zum Beispiel www.rheinbahn.de, alternativ. Dann auch auf die Seite vom Neandertal-Museum, welche ich, wie gesagt, mal jetzt euch verlinke. Wie gesagt, schreibt uns gerne per Direct Mail, wenn ihr Ideen habt, über Instagram, schreibt uns in die Kommentare bei YouTube. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das war's für heute mit Was weiß Willi. Und damit ihr schon mal wisst, wo es als nächstes hingeht, wir sind in Bochum im nächsten Video, im Deutschen Bergbaumuseum. Ich hoffe, du freust dich. Ich freue mich, weil ein tolles Museum, riesengroß, viel Spaß und wir sehen uns dort wieder. Und ich wünsche euch weiterhin viel Freude an unserem kleinen Filmchen von Was weiß Willi. Bis im Dezember, macht's gut, ciao und tschüss.